Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und wir sind zurück. Wir können die Geschichte der Byzantiner weiterschreiben, denn ihr habt wesentliche Entscheidungen getroffen und die waren diesmal ja relativ eindeutig, muss ich sagen. Also erstaunlich eindeutig ganz vorne. Bei euren Prioritäten liegt der Punkt der Bau einer sechsten Stadt. Also das hat absolute Top-Priorität. Da konnten sich die meisten von euch drauf einigen. Und ich hatte drei Standorte zur Auswahl gegeben und auch hier mit Abstand ganz weit vorne lag dieser Standort am Bosporus. Wobei es eine, ja, zu Recht etwas kritische Anmerkung gab. Ich habe hier bei der Vorstellung der Standorte diesen Ort im Düstertal vielleicht nicht ganz angemessen genug vorgestellt, denn ich habe einen Punkt vergessen zu erwähnen. Man kann diesen Ort hier so positionieren, dass man auch diese Färbemittel mit reinbekommt. Ja, okay. Das ist in der Tat, darauf hätte ich hinweisen müssen. Das hatte ich in dem Moment auch gar nicht so richtig im Blick, gebe ich zu. Ich bin mir nicht sicher, ob es trotzdem die Abstimmung für das Düstertal dann ausgegangen wäre, denn ja, es war doch sehr, sehr eindeutig. Ich schaue nochmal auf meinen Zettel mit 72% fast für den Standort am Bosporus. Naja, zumal wir auch Färbemittel derzeit von Singapur bekommen, wenn ich mich recht entsinne, während wir, ich glaube, Pelze noch gar nicht im Angebot haben. Okay, aber dieser Standort wird uns hoffentlich nicht verloren gehen, zumal wir ja, und das ist nämlich der zweite sehr, sehr eindeutige Punkt, den ihr priorisiert habt, die Straße hier von der byzantinischen Pforte nach Perapolis zu verlegen, zumal wir diese Straße dann auch bald bauen werden und insofern ist das eher wahrscheinlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben mit dieser Stadt. Außer die Siamesen kommen uns zuvor und siedeln sich dort an, auch das ist ja theoretisch möglich. Mal gucken, was da noch passieren wird. Also das ist der zweite eindeutige Punkt, diese Stadt bauen. Und ja, das ist der erste. Der zweite Punkt ist die Straße bauen. Der dritte Punkt ist Schwerpunkt Forschung. Und das bedeutet vor allem erstmal entsprechend bei der nächsten, wenn Stahl hier entschieden ist, erfunden wird, dass wir da dann in Universitäten bauen und dann loslegen. Aber wir werden das auch in dieser prioritären Reihenfolge betrachten. Das hat jetzt einige Konsequenzen. Wenn wir unten eine Stadt bauen, bedeutet das, wir brauchen nicht nur Siedler, sondern wir brauchen, ich denke mal, mindestens zwei Militäreinheiten, also Bogenschütze, Schwertkämpfer, die dann auch dafür sorgen können, dass wir hier die das Barbarendorf vorher erledigen und die anderen Barbaren hier auf dem Kontinent erledigen. Was im Übrigen auch gut ist, denn Wellington wünscht sich das. Insofern passt das ganz gut zusammen. Also die müssen auf jeden Fall schon als Vorhut da sein. Dann denke ich, seid ihr mit mir einer Meinung, dass wir ein Schiff da auch unterschicken müssen. Einerseits zur Barbarenjagd, andererseits auch zur Verteidigung dieser Meerenge. Die lässt sich ja ziemlich gut mit dem Schiff verteidigen. Dann brauchen wir natürlich einen Siedler. Und einen Arbeitstrupp auch. Also das ist schon ziemlich komplex, die Sache. Fünf Einheiten, die wir da jetzt erstmal vorbereiten müssen. Das zweite ist, um dieses Straßenprojekt voranzubringen, brauchen wir, denke ich, auch einen zweiten Bautrupp oder einen weiteren Bautrupp, der hier helfen kann. Wir haben hier noch einen Bautrupp, der arbeitet noch an dieser Festung. Der ist allerdings auch noch damit beschäftigt, die Straße von Tripolis nach Perapolis zu legen und wir wollten sie hier unten rumlegen. Und dieser Bautrupp, der wird ewig brauchen. Insofern brauchen wir einen weiteren, der hier unterstützend tätig sein wird. Naja, und dann eben die Forschungssachen. Bibliotheken haben wir, glaube ich, schon weitestgehend gebaut, aber dann kämen die Universitäten heran. Und Perapolis hängt ja sowieso in der Produktion etwas hinterher. Ist ja auch die fünfte Stadt und damit alle weiteren Städte werden eher so eine Art, wie nennen wir es, Kolonialstädte, die vor allem dazu da sein werden, um entweder strategisch wichtige Positionen zu besetzen. Ja, eigentlich vor allem dazu sind sie da. Das heißt, Luxusressourcen zu besetzen oder eben Verteidigungspositionen oder bestimmte wichtige Gebiete zu besetzen. Okay, soweit so gut. Es gibt noch alles mögliche andere, was jetzt zu bedenken ist, aber das können wir dann im Laufe der Dinge besprechen und klären. Erst einmal lassen wir die Zeit voranschreiten. Und in den nächsten Runden werden einige Gebäude fertig. Das ist insofern
schön. Und schön ist auch, was ich jetzt gerade sehe, dass Zürich und Siam nicht mehr verbündet sind. Allerdings verlieren wir auch die Kontrolle über Wellington. So, hier wird irgendwo gekämpft. Alles klar. Da verteidigt sich Wellington gegen Piraten. Jetzt schauen wir hier mal. Wellington ist ja eigentlich uns feindlich gesinnt. Wir bekommen Elfenbein, das wir nicht unbedingt brauchen. Denn wir bekommen Elfenbein auch von Monaco. Wellington bringt uns aber als verbündeter Staat, ja, Nahrung in die Hauptstadt. Das ist schon nicht schlecht. Allerdings werde ich derzeit jetzt kein Geld ausgeben, um dieses Bündnis zu erneuern. Ich setze eher sehr langfristig darauf, ihnen zu helfen bei den Barbaren. Wir brauchen dieses Bündnis jetzt nicht unmittelbar dringend, muss man sagen. Dann werde ich mal was Folgendes machen. Ich werde mit unseren beiden Verbündeten so weit agieren, dass wir ein Schutzversprechen aussprechen. Das bringt allerdings nicht, wie in den Kommentaren behauptet wurde, führt nicht dazu meines Erachtens, dass der Einfluss langsamer sinkt. Das führt einfach nur dazu, dass der Basis, also dass er nicht auf 0 sinkt, falls wir ihn sinken lassen, sondern auf 5. Das bringt uns relativ wenig, weil wir ja eh mit ihnen verbündet sind. Aber ich finde, was es bringt, Schutzversprechen, wir wollten das nicht aufheben, dass wir hier klar signalisieren an fremde Mächte, das sind unsere, die stehen unter unserem Schutz und wir werden alles tun, um sie zu verteidigen. So. Okay. Tja, Zürich, durchaus ein interessantes Ziel. Sie möchten, dass wir Zucker ans Handelsnetz anschließen. Allerdings sind sie auch noch zornig, aber das ist nicht so dramatisch. Sie haben Porzellan und Pelze. Pelze würden uns tatsächlich sogar weiterhelfen, zumindest so lange wie hier die Pelze nicht erschlossen haben. Aber Geld ist im Moment ein bisschen knapp. Ich denke, wir werden auch unser Geld ausgeben müssen als erstes, zumindest zur Verbesserung unserer Schwertkämpfer. Der pazifistische Vorschlag, das nicht zu tun, der fand ja keine Mehrheit. Insofern behalten wir Zürich erstmal noch ein bisschen in der Hinterhand. Aber Zucker könnte demnächst angeschlossen werden, wenn wir hier soweit sind. Okay, wir können in Perapolis, in Konstantinopel etwas wählen und da können wir da haben wir eine Werkstatt gebaut, das ist sehr schön, bringt noch mehr Produktion und vor allem können wir jetzt auch internen Handel mit Produktion machen. Das ist sehr schön. Und die Frage ist, was tun wir jetzt? Ich wurde darauf hingewiesen, wir sollten noch mal ein Arbeitsboot bauen, um diese Fischressourcen auch. Das machen wir mal als erstes, bevor wir zu unseren anderen Prioritäten kommen. Ich denke, 2 Runden Aufschub können wir uns noch leisten. Aber ja, in Perapolis ist auch ein Bauprojekt beendet worden. Und hier werde ich das Arbeitsboot angehen, auch wenn der Vorschlag, es zu kaufen, überhaupt gar keine Mehrheit gefunden hat. Wir gucken mal überhaupt, was würde es kosten. 320. Also ihr hattet dagegen gestimmt, mehr oder minder. Ich sag mal, wenn wir alles andere erledigt haben, also die Schwertkämpfe aufgerüstet, vielleicht noch einen weiteren Stadtstaat bestochen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier, obwohl wir müssten vermutlich auch dieses Geländefeld kaufen oder vielleicht auch warten. Nee, 2 Runden bis Grenzausdehnung, denn es ist da. Nee, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch ein bisschen Geld für das Arbeitsboot investieren. Mal gucken. Hat nicht Priorität, ihr habt es nicht so entschieden. Wir werden aber auch ein Stück weit natürlich in der Produktion besser werden. Aber das wird nie ein Produktionsstandort werden, diese Stadt. Hier geht es am Ende nur darum, die Krabben und den Zucker abzusahnen. Und hier eine Verteidigung aufzubauen. Mehr Sinn, mehr Funktion hat diese Stadt nicht. So, wir haben einen Frachter, den wir neu besetzen können. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt. Ich würde jetzt tatsächlich glatt auch mal Produktion nach Perapolis schicken. Das geht aber von Konstantinopel nicht. So weit sind wir nicht. Insofern werden wir vermutlich wieder Gold erwirtschaften wollen, mit Jakarta zum Beispiel. Das bringt sehr, sehr viel. Ja, warum nicht? Was ich auch noch im Sinn habe, dass irgendwann
diese Handelslinie hier nach Delphi abgeschafft werden muss. Ja, wir können nur nach Tripolis Produktion bringen. Ihr seht es hier. Insofern machen wir das mit Jakarta jetzt erstmal. Okay, aber das ist etwas, was ich durchaus im Blick habe. Delphi soll nicht ewig hier Nahrung behalten. Sie müssen irgendwann sich selbst ernähren können, beziehungsweise wir sind dann auch ganz zufrieden, wenn sie dann irgendwann stagnieren. Das ist okay. Wir werden nämlich hier noch ausbauen, ganz klar das Feld, und wir werden hier irgendwann noch ein Fischerboot hinschicken. Und dann sollten sie zumindest ihre Größe halten können. Und damit sind wir dann auch sehr, sehr zufrieden. Okay, wir sind hier noch mit den Speeren unterwegs. Wir wollen ein bisschen weiter erkunden noch, was hier so los ist. Uns wird aber etwas der Weg versperrt, ist aber nicht so schlimm. Unser Missionar bewegt sich jetzt hier hin. Ach nee, wir können... Haben wir die schon missioniert? Ist das schon Mehrheits... Ich bin mir gar nicht so sicher. Ist das jetzt schon die Mehrheitsreligion? 5 Anhänger? Ich glaube nicht. Wir müssen ja mehr als die Hälfte überzeugen. Insofern können wir aber hier gar nicht weiter agieren. Doch, wir können Religion verbreiten, natürlich. So. Jawohl, sehr schön. Damit ist Muang Saluang nun auch nopistisch drauf. Sehr gut, das macht sie deutlich sympathischer. Und wir ziehen mal weiter in die Hauptstadt der Siamesen. So, sehr schön. Und ich denke, wir können schon in die nächste Runde gehen. Nein, wir haben noch Einheiten. Ah ja. Ja, hier unten haben wir den Speer noch am Start. Hier hatte ich in der Tat völlig vergessen. Ihr habt mich mehrfach darauf hingewiesen. Völlig vergessen, dass wir ja hier offene Grenzen haben mit den Inkas. Da hätte ich gar nicht diesen komplizierten Umweg südlich der Grenzen machen müssen. Naja, so ist es eben. Hier ist unsere Drumone auch noch in den offenen Grenzen unterwegs, um ein bisschen zu erkunden, was hier im Süden los ist, dieses neu entdeckten Kontinentes. Und wir werden dann mal hier weiterfahren. Ja, die Irokesen sind es. Jetzt muss ich selbst nochmal nachgucken. Okay, jetzt aber die nächste Runde. Oh ja, sie rücken schon mit Katapulten an, aber wir sind, glaube ich, jetzt wirklich ganz gut gerüstet. Besonders, wenn wir in 2 Runden dann Stahl haben und unsere Einheiten auch upgraden können. So, Ile Ife will Nopismus. Sie bekommen auch Nopismus, aber es dauert noch ein bisschen. Zuerst sind natürlich die Stadtstaaten in unserer Nähe dran. Und wir können wieder, das sollten wir auch tun, wir können wieder... Wohl, fahren wir erstmal mit dem Ding hier hin und schauen, was hier los ist. Okay. Ah. Osmanlı'lısı sizi selamlar. Ben Süleyman. So, Süleyman der Erleuchtete aus dem Osmanenland. Den haben wir getroffen, und zwar ein Schiff von ihm. So, er ist neutral zu uns, möchte aus dem Anlass des Treffens ein Fest feiern. Das ist doch sehr erfreulich. Wir sehen, sie haben keine Luxusgüter für uns, aber wir sollten erstmal Botschaften austauschen. Das finde ich ganz gut. Das sieht gut aus. Das macht er. Prima. Und ich denke, wir werden ihn auch gleich von unserem wertvollen Nopisch abgeben. Mal gucken, was sie uns... Sie wollen kein Nopisch? Ich bin entsetzt. Das Problem ist, sie haben offenbar nicht so viel Gold pro Runde über. Na gut, da verpasst ihr was. Das kann man sagen. Offene Grenzen warten wir erstmal ab. Wir gucken mal, wo sie überhaupt so sind. Und sagen auf Wiedersehen. So. Aha. Wir sehen, wo sie sind. Da ist Istanbul. Da ist Istanbul. Und sie haben Muscheln, Perlen haben sie hier. Sehr schön. Ein Teil der Küste, der noch weit entfernt von der Reichweite unserer Boote ist. Oh ja. Die Welt ist riesig. Okay. Was wir jetzt mal gucken, und darum wurde gebeten, und wir schauen uns das gerne mal an. Eine Übersicht im Bereich Demografie. Und da sehen wir,
Wir stehen in einigen Bereichen ziemlich gut da. Zum Beispiel, was Bevölkerung betrifft, da sind wir die Zweitbesten. Die Besten sind noch nicht bekannt. Hier hinten, das sind, glaube ich, sind es die... Nee, das sind die Siamesen. Ich weiß gar nicht, sind es die Inkas oder Irokesen? Verwechsel ich immer. Gucken wir kurz mal hier rauf, dann wissen wir das. Das sind die Indonesier. Aha, die sind ganz hinten in dem Bereich. Okay, zurück zur Übersicht. Wir sind Zweiter. Sehr schön auch. Naja, gut. Die Ersten sind doch relativ weit vorne, muss man sagen. Ernteertrag sind wir auch Zweiter, also beim Bevölkerungswachstum, das hängt in der Regel zusammen. Aber ökonomisch stehen wir natürlich extrem gut da, müssen wir mal sagen. Ganz vorne, Fertigwaren, Bruttosozialprodukt, da liegen wir ziemlich gut. Also was die Produktion betrifft, sind wir ganz weit vorne. Auch bei der Landgröße sind wir absolut die Mächtigsten. Auch hier sind ganz hinten die Irokesen. Bei den Soldaten sind wir im Mittelfeld mit 46.000. Die größte Macht ist noch nicht bekannt. Es ist zu vermuten, dass es vielleicht dieselbe ist wie hier bei der Bevölkerung. Wir wissen es nicht. Ja, und hier hinten sind die Siamesen, die Schwächsten. Das ist insofern sehr, ja, beruhigend. Dann werden sie vermutlich keinen Krieg gegen uns anstreben. Aber wo wir gar nicht so gut sind, ist der Bereich Zustimmung. Ich hätte gedacht, doch, bei diesem satten Polster an Zufriedenheit würden wir hier relativ weit vorne liegen. Dem ist aber nicht so. Wir liegen ganz weit hinten mit 87%, allerdings nicht so weit entfernt. Wobei der Durchschnitt bei 98 liegt, ist schon heftig. Wir haben sehr, sehr viel zufriedene Völker hier. Und wo wir ganz weit hinten liegen, das ist die Alphabetisierung. 31%, der Beste ist 37%. Gut. Insofern, einer der von euch bestimmten Schwerpunkte liegt insofern ganz in dieser Linie, dass wir da besser werden müssen. Wobei ich sagen muss, wenn man an den ganzen Nopisch-Konsum denkt und den Luxus und auch die religiöse Ausrichtung, ist das kein Wunder, dass wir da ganz weit hinten sind und vielleicht auch keine große Schande. Wir haben dafür andere Dinge vorzuweisen. Okay, wir werden jetzt in Konstantinopel wieder ein Missionar bauen, den wir dann auch gleich zum Einsatz bringen und ich denke ihn nun mal in Richtung der Stadtstaaten schicken. Monaco ist ja schon bekehrt, jetzt ist als nächstes, sollte Zürich dran sein. So, bewegst du dich? Das nächste Mal vermutlich. So, Ile Ife will auch Nopismus, das ist klar. Und was ist hier? Hier wurde die Kaserne. Die Kaserne gebaut. Das ist prima. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, was wir jetzt machen. Ich denke jetzt an so unsere Schwerpunkte und ich denke, wir werden hier als nächstes mal einen Bautrupp bauen, der dann von Norden her diese Straße im Düstertal begleitet. Das war ja eines der Schwerpunkte. Jetzt hier die Militäreinheiten zu bauen, würde sich zwar durch die Kaserne anbieten, aber ist doch ziemlich weit weg. Insofern machen wir das auf diese Weise. Aber hier in Delphi. In Delphi wurde die Schriftstellergilde gebaut. Hochinteressant. So, und jetzt bin ich am Überlegen, wie wir hier weitermachen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, hier in Delphi jetzt zum Beispiel einen Kompositbogenschützen zu bauen, der dann schon für die neue Stadt, der die Vorhut ist dort. Machen wir das mal. Oder bauen wir lieber einen Schwertkämpfer? Ich bin nicht ganz sicher, was sinnvoller ist. Vielleicht einen Schwertkämpfer, weil der besser kämpfen kann. Kompositbogenschütze ist doch eher eine Verteidigungseinheit. Ja, wir wollen ja die Barbaren dort besiegen. Und die sind weit im Landesinneren. Obwohl, mit einer Dromone können wir da eigentlich ganz gut agieren. Na egal, wir haben es jetzt angewählt. Bauen wir hier den Schwertkämpfer. Und wir gehen nochmal in die nächste Runde. Nein, es gibt noch Einheiten, die wir befehligen müssen. Okay, jetzt werden wir mit gutem Gewissen hier das Land betreten. Und ich sehe gerade, auch sie haben hier eine heilige Stätte in der Nähe von Cusco gebaut. Naja. So, die versperren uns hier den Weg. Wir können hier gar nicht weiter gucken. Das ist ein bisschen schade. Rücken wir noch einmal nach Norden. Und
Hier ziehen wir weiter. Hatten wir das nicht schon gesagt? Aber irgendwie geht es nicht. Na ja, dann ziehen wir mal da lang. Schnell sind die Missionare. Okay, ein letzter Hinweis übrigens, weil mir das gerade eingefallen ist. Ich habe das mal hier umbenannt. Nicht mehr Berg der Erleuchtung, sondern ein Vorschlag von euch folgend. Das ganze Hort der Erleuchtung genannt. Einfach, weil das jetzt vermutlich ein größerer Glaubenskomplex hier ist und man nicht mehr so auf dieses bergige, hügelige Wert legt. Die Erinnerung, das sind Details der Erinnerung. Es ist einfach jetzt der zentrale Hort unserer Religion, der Hort der Erleuchtung. Okay, liebe Freunde, damit erst einmal genug für heute. In der ersten Folge, wie gesagt, immer ein bisschen Grundsatzgequatsche. Jetzt sollte es doch etwas zügiger vorangehen. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.